Wenn ihr wüsstet, was ich heute von Scheißtag hinter mir habe. Es geht dieses Scheißmikrofon kaputt. Dann ist der Akku alle. Dann hängen hier unter mir, ich sitze hier in kurzen Hosen, wir haben über 30 Grad, hängen hier 1000 Kabel rum, halt eben, weil mein Kollege ein Mikrofon bestellt hat, das eigentlich gar nicht dafür gemacht ist. Das ist schon okay. Hier, nehmen Sie das. Ich verstehe genau, was Sie meinen. Und für mich hört sich das ungefähr so an. Kommen wir zum Thema. Crank, die ganze Wahrheit. In dieser Woche habe ich für euch diesen kleinen, süßen, eierlegenden Wollmilchbeamer der Marke X-Jimmy. Heißt Mogo Pro Plus, klingt ein bisschen wie eine Krankheit, aber die Abkürzung macht durchaus Sinn. Das Ding kostet 650 Tacken, da werdet ihr staunen und auch ich habe erstmal gezockt und dachte, wow, 650 Euro, dafür kriegt man ja schon einen einigermaßen vernünftigen Heimkino-Beamer in diesem Format. Aber er will mobil sein. Für 650 Euro bietet der X-Jimmy Mogo Pro Plus aber nicht nur einen lustigen Namen, sondern auch ein paar Features, die gar nicht mal so üblich sind in dieser Preisklasse. Da gehört zum Beispiel der Autofokus dazu. Stellt sich also auf Knopfdruck mit der nicht aufzufindenden Fernbedienung mit einem Knopfdruck scharf. Dazu gibt es eine automatische Keystone-Korrektur. Das ist völlig unüblich in dieser Preisklasse. Das funktioniert wie folgt. Also manchmal, wenn der Beamer nicht plan zur Leinwand steht, hat man mal so ein Bild oder so. Das rückt er auf einen Knopfdruck mit der immer noch nicht aufzufindenden Fernbedienung. Ratzfatz klar, funktioniert tadellos. Dann hat er einen Lautsprecher der Edelmarke Harman Kardon. Das kennen sicherlich einige, die in der Branche unterwegs sind. Er hat einen Speicher, der reicht für, ich glaube, mehrere Filme und einige tausend Musikstücke, wenn man zum Beispiel mal nicht online ist und offline einen Film sehen will. Er hat eine eigene Batterie drin, die laut Hersteller 2 bis 4 Stunden lang hält. In der Praxis haben wir bei einer vernünftigen Lautstärke nicht mehr als 2 Stunden geschafft. So, das zu den guten Dingen. Jetzt haben wir noch ein bisschen was zu meckern. Und zwar 300 Ansilumen für einen mobilen Beamer, den möchte ich natürlich gerne auch draußen benutzen, ist vollkommen unzureichend. Das klappt überhaupt nicht. Da gibt es Bilder vom Marketing, wo Leute draußen bei Tageslicht sitzen und an einem großen Leinwand aus, ich weiß nicht wie viel Metern Entfernung, ein Bild gucken. Das könnt ihr vergessen. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist ein Beamer, der ist zum Beispiel ganz ideal, wenn man mal drinnen sitzt, Jalousien runter, Licht aus, das funktioniert. Oder mal neben die Badewanne gestellt. Ist übrigens eine ganz coole Idee. Was auch nicht funktioniert, ist Netflix. Da fällt den Herstellern nichts anderes ein, als ein kleines Booklet beizupacken und zu sagen, haha, es gibt ganz tolle Möglichkeiten, Netflix mit dem hier zu gucken. Google das doch mal auf YouTube. Nee, Leute, das funktioniert so nicht. Ihr müsst das Ding so bauen, dass es auch mit Netflix funktioniert. Mit Amazon, YouTube und ähnliche Anbieter gar kein Problem, tadellos. Aber Netflix, no way, geht nicht. 650 Euro für dieses Teil finde ich durchaus angemessen. Man sollte dringend an dieser Netflix-Nummer arbeiten, aber ansonsten gibt es hier meine Empfehlung dafür, weil der einfach klein und kuschelig ist. So, das war die Ausgabe von Crank, die ganze Wahrheit mit dem eierlegenden Wollmilchbeamer X-Jimmy Mogo Pro Plus. Wenn es euch gefallen hat, macht mal einen Daumen hoch, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Abonniert den Kanal, ich lebe davon, ja? Macht das mal bitte. Und ansonsten habt ihr hier eine Mailadresse, da könnt ihr mir eure Wünsche und eure Leserfragen stellen. Aber Mäuschen, denkt dran, ne? Bleibt im Takt. Alles klar, bis zum nächsten Mal, euer Crank. Tschüss.